Setze ich mich hier hin oder setze ich mich da oben hin? So all schwebend. Also, wie bewegen die sich denn überhaupt? Gentlemen, hallo und herzlich Gar nicht so. willkommen zu einer neuen Hallo? Folge Das Fischstäbchen lügt. Heute seit Ewigkeit. Oben, okay. Dann gehen wir hier hin. Mal wieder mit We are Arne. Ist das nicht flying! wahnsinnig großartig? Das So. heißt, Christian, Jay, Sepp und Bram treten gegeneinander an. Heute, wenn das Fischstäbchen mal wieder durch die Gegend lügt. Wir haben Was wieder futtert eins, denn zwei, Jay drei, da schon vier, wieder fünf eigentlich? Kategorien. Christian? Das ist Ich möchte falsch. Jay treten. Was? Hey, Du ich darfst möchte Jay nicht. treten. Du hast gesagt, wir treten gegeneinander. Okay, dafür Wow. gibt's einen Punkt. Nein, Nice. Ja, das wäre für mich fein als Kandidat. Hey, der Moderator und ein Kandidat schon bei mir auf der Seite. Sven hat nochmal extra vorher reingeschrieben, dass die Antworten, also die. Alter. Das habe ich reingeschrieben. Das ist mir bei Sven auch irgendwie Hast du ein eingefallen. neues Haustier? Dass die bei random.org Sven ist vermischt hier. wurden, damit hier nicht irgendwie wieder nach Ja, Paddern bla bla. gebuzzert werden kann. Schon Was ja wieder. manche unserer Teilnehmer gerne tun. Nach Pedda? Paddern. Ja, genau, nach Ah, Paddern. okay. Ja, es ist eh Ich erwähnte Pedda. bereits, man muss Pass immer auf, folgende erste. sehr viele Regeln sehr ausführlich ne, definieren, weil Jay einfach. Aussage. Ich bin ein Tier, das aktiv in Findet Nemo vorkommt. Was ist denn Uff. passiv? Dachte ich mir, jeder kennt Findet Nemo. Sollte man hinkriegen. Einer Aktiv Fischsuppe oder was? heißt, hat was zu sagen oder ist Bestandteil der Geschichte kein Tier, was aus 300 Kilometern Entfernung mal am Horizont zu erspähen ist. Oh, ich weiß, warum diese Einschränkung gemacht Eine wurde. gefährliche Kategorie, wo ich jetzt schon gespannt bin auf potenzielle Argumente. Aber ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich irgendeine Szene vergessen habe, wo irgendeines von diesen scheiß Tieren, was ich gleich nenne, doch irgendeine wichtige Rolle spielt. Aber ich glaube, das ist nicht passiert. Nur im ersten Teil, ne? Hier findet Doris ja nicht, findet Nemo. Und finde Nemo 2 auch nicht. Das könnte natürlich ein Weil findet Dory auch, findet Nemo 2 ist. Guter Nun. Tipp für andere Mitspieler sein, Christian. Christian ist einfach auch ein Netter. Ich bin Gönner. Ja, ein bisschen Gönner. Ich Legen kann wir die mal Zahlen los, nicht was auseinanderhalten, Peter. Aber es gibt doch gar was nicht so das viele Tiere unter Fischstäbchen Wasser. sagt. Clownfisch. Gut. Den gibt es nicht. Brauchen wir nicht drüber Was reden. ist denn an einem Ist relativ Clownfisch? safe. Lieben die. Braunpelikan. Ach so, der Weißpelikan. Den wollte ich noch googeln. Pelikan findet Nemo. Ich wollte mir mal ganz kurz angucken. Okay, der ist tatsächlich braun. Alles klar. Nee, ist Könnte nicht der sogar sein. Weißpelikan. Das ist der Ach komm. Braunpelikan, der bei Aber der Findet war Nemo weiß. angeblich irgendeine Der war braun. Der Funktion fliegt die hat. da durch die Gegend. Genau. Durch den Hafen. Braunpelikan. Aber der ist doch weiß. Wieso heißt der Ich meine braun? auch, der Wer ist ist das? weiß. Der hat nur einen weißen Kopf, wenn ich das richtig gesehen habe. Nemo. Also Braunpelikan an sich ist braun. Der findet Nemo-Pelikan. Der hat halt hier weiß, aber unten das Gefieder ist braun. Also es macht schon Sinn, dass das ein Braunpelikan ist. Wenn der braune Federn hat. Kannst du sagen, was du willst. Es ist braun. Pam-pam-Vibes, Alter. Uff. Wer ist da so Ja. verwirrt gewesen bei der Namensvergabe? Was ist denn weiß? Es gibt keinen Weißpelikan. Ja, aber wie Ja, ist der warum nicht? Braunpelikan denn weiß? Das ist die Ja, Frage. was Ist er ja weiß ich, nicht. Alter? Du hast doch gerade gegoogelt. Vielleicht Die war der Augen auch, nicht immer so vielleicht zusammenkneifen. war der auch braun. Als der das Ich weiß, erste vielleicht Mal. ist er einfach in einen weißen Topf gefallen mit Farbe. Als der das erste Mal gesehen wurde und als es die Namensvergabe gab, war Uff, Nobby, der uff. Pelikan dreckig und deswegen. Ja, vielleicht auch so. Oder das Fernglas war dreckig oder Voll so. mit Möwenscheiße. Alter, das kann ich mir nicht alles Möwenscheiße, die durchlesen. auch weiß. Braunpelikan sind ausgezeichnete Schwimmer, Leute. Aber war da nicht im zweiten Teil, wo die mit dem Pelikan durch die Gegend geflogen Nee, wurden, im durch diesen ersten, wo Zoo die doch da? aus Beim dem ersten? Aquarium geflohen sind. Ach so. Genau, dann holte die da raus. Der ist doch mal bei dem Zahnarzt, ist der da, um sich da Genau. die Updates Ah. zu holen, der Pelikan. Ja, also Christians Aussage war falsch, ein Punkt für alle anderen. Gehen wir mal Ich weiter. bin Gönner. Ja, Ich bin einfach ein Gönner. Ja, Christian hätte ja eigentlich noch einen Punkt gekriegt schon. Walhai. Wissen wir alle. Walhai. Zweiter Film. Nee, das war ein Blauwal.
Seestern. Aquarium beim Zahnarzt. Ja, Seesterne. Das Stern. Meeresschildkröte. Oh, genau. Hey, Dude. Glückwunsch. Jo, das Baby ist rausgekommen. Kugelfisch. Ist auch im Aquarium, ne? Stimmt. Ja. Krasses Pattern. Sind alle drin, ne? Seelöwe. Ach komm, die sind bestimmt nicht da. Das war der zweite Teil. Klar, die stimmt. Sind die nicht erst in Teil 2 in diesem, ja, in diesem Sealand da? Keine Ahnung. Oh, Bram ist da was auf der Spur. Ich habe jetzt mal gedrückt. Seelöwe ist erst im zweiten Teil. Fuck. Ja. Und deswegen ein richtiger Buzzer von Sebastian. Geil. Stark. Geiler Buzzer. Richtig stark. Ja, einfach mal gedrückt. Oh. Hey, ich wusste das. Der letzte Schluck hat reingehauen. Rote Krake. Ist auch der zweite. Was hat die Lehrerin? Muss mal kurz reinklicken. Oder? Die Lehrerin? Nee, die Lehrerin ist Herr Rochen. Der ist super. Ist die nicht Ach, der Krake? Der Lehrer ist der Rochen. Der Lehrer ist der Rochen. Das ist der Rochen. Der Krake ist erst im zweiten. Es gibt einen Kraken. Im zweiten. Ja, vielleicht ist er nicht rot. Gibt doch einen am ersten, oder? Vielleicht ist auch das ist der blaue Kraken, aber der heißt roter Kraken. Vielleicht erinnert ihr euch an die rote Krake, die war so eigentlich der Hauptgegenspieler im zweiten Teil, bis er dann Freund wurde. So, der konnte sich ja immer so unsichtbar machen, mehr oder weniger. Aber der ist doch rot. Ja, aber nicht, wenn er seine Farbe ändert. Also richtige Antwort von Christian an der Stelle. Mal. Ich erkenne das Pattern. Rote Krake regt Emma auf. Oder nee, Emma freut sich für deinen Punkt. Ja. Und wir gehen weiter. Um was geht's hier? Um Falschaussagen raussuchen. Es findet Dory worth watching. Ja, auf jeden Fall. Ich mag den Film sehr. Also es geht, die Kategorie ist, ich bin eine Figur aus Findet Nemo und wenn das Angezeigte keine Figur aus Findet Nemo ist, dann musst du buzzern, weil es falsch ist. Also bei einer Lüge muss gebuzzert werden. Putzgarnele. Jacques Putzen. Oui. Gab's die denn? Keine ja, Jacques Ahnung. Putzen im Aquarium. Hammerhai. Gab's. Erkan und Stefan. Den? Das waren doch die Bösen überhaupt nicht. Das ist doch. Ja, Mann, das ist auch Teil 2. Wie hieß die denn noch? Erkan und Stefan? Nee, wie, ja, oder? Aber das war ein, ja, anderer, das war ein Film. Anderer Film. Das war Car Wash oder ja, so. Ja, aber Erkan und Stefan werden davon, ne? Synchronisiert. So. Nee, die sprechen doch die Haie. Große Haie, kleine Fische hier, mit dem Lied Car Wash, glaube ich. Wie heißt der? Ja. Fische sind Freunde, kein Futter. Hi, Bruce. Hammerhai. Fische sind Freunde, kein Futter. Gibt es in Findet Nemo. Ah, jetzt halt die Schnauze! Schade. Das ist der Hammer. Kein Punkt für Bram, sondern dafür Punkte. Das weiß ich, aber wieso reactest du da drauf? Warum denn nicht? Weil es witzig ist und weil die Leute Bock drauf haben. Für die anderen. Geil. Und das war auch die letzte. Ja, meine Kategorie kommt noch. Ja. In der Kategorie habt ihr nur einen übersehen, und zwar den Walhai. Der Walhai wäre nur im zweiten Teil gewesen. Am ersten war keiner. Das ist ja belastend. Das war die Schule, oder? Ja. Das weiß ich nicht. Walhai war, die Walhai war doch die Olle, die da eingesperrt war. Das Einzige, was mich an Teil 2 irgendwie abgefuckt hat, war, dass die ganze Zeit, wer das, Franziska von Almsick oder so, komische Kommentare diesem Aquarium abgegeben hat. Das hat mich irgendwie genervt, das hat mich irgendwie rausgeholt aus der Nummer. Ich bin ihre Franziska von Almsick und sie sind im Blibla-Blub-Aquarium. Hat mich genervt. Teil 2 war der Dori-Teil, ja, genau. Da. Vielleicht kommt Jays Kategorie jetzt. Nach der ersten Kategorie haben wir erstmal einen Zwischenstand von Bram 1 Punkt, Christian Tschüss, Melli, und Jay viel Spaß. 2 Punkte und Sebastian 3 Punkte. Also alles noch super nah beieinander. Die zweite Aussage ist, ich bin ein Spiel, das von Ubisoft vertrieben wird. What? Also gepublished. Hm. Also vertrieben ist meiner Meinung nach gepublished, ja. Ja. Hm. Das ist ein anderes Wort dafür. Okay. Ich meine entwickelt. Ja, aber. Ja, die entwickeln und publishen ja ihre eigenen Spiele, aber deswegen, die jedes ja Spiel von wird von Studios. Ja. Wenn ihr übrigens Kategorien habt für Fischstäbchen Lü, könnt ihr mir die immer sehr gerne bei Twitter zukommen lassen. Generell, wenn ihr Ideen für Spielschuss habt, könnt ihr mir die sehr gerne zukommen lassen. Weil irgendwann gehen mir Kategorien aus.
dann bin ich sehr gerne auf Hilfe angewiesen. Dann greife ich sehr gerne auf Hilfe zurück, so rum. Ich bin nicht gerne auf Hilfe angewiesen, aber ich greife gerne auf Hilfe zurück. So. Ja, das ist das Wichtige. Genau. Noch aktuell vertrieben wird im Uplay Shop. Da kommt wieder nicht im Uplay Shop. Ja. Also okay, aber ja, werden. Ja okay, aber wenn er jetzt irgendwas von 1990 kommt, dann ist das immer noch. Ist das dann noch vertrieben? Weil ich bin ein Spiel, das von Ubisoft vertrieben wird oder wurde. Hätte ich wahrscheinlich wieder reinschreiben müssen für Jay. Du bist vertrieben. Ich bin ein Spiel, das von Ubisoft vertrieben wird und wurde, um jetzt hier auch noch mal die Vergangenheit abzudecken. Ah, ja. Alter, Jonathan. Ja, man muss ja nur mal nachfragen. Ich weiß, warum da vorhin stand, kommt nur aktiv vor. Ja, ich muss sagen, da wurde nicht vernünftig beschrieben, die Behauptung. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob eines dieser Antworten... Ich hasse Jonathan Apelt. Was ist denn das? Nutzt du da Premiere? Ich suche nur die Bilder raus, also nur, und mache das ganze Ding fertig. Die visuellen Sachen macht Martin bei uns, aber ich glaube, er nutzt Premiere dafür. Und darin vorkommt, aber ich glaube, so ist das. Es geht los. Die Aussagen. Ja, komm, Gothic 2. Just Cause 4. Nicht Ubisoft. Da habe ich nicht gedrückt. Christian. Das ist genau. Das ist Square, das ist richtig, das ist nicht Ubisoft. Punkt für Schade. Christian. Das ist Peter. Das wäre machbar gewesen. Ja, das wäre machbar gewesen. Das wäre echt machbar gewesen. Tomb Raider. Och, das ist auch Square. Das ist auch Square, das ist richtig. Man merkt vielleicht, bei welcher Firma ich mich habe inspirieren lassen. Ein Punkt für Sebastian. Aber es ging aber um Ubisoft, nicht um Square, ne? Es ging Ubisoft. Ja, das hast du auch einen Punkt gekriegt. Ja, ich wollte nur mal fragen. Dark Souls. Ach komm, Christian! Das ist je nachdem, From Software oder Bandai. Zu langsam. Nee, Atlus oder Bandai. So. Ist auf jeden Fall nicht. Atlus war früher, Ubisoft. Aber das machen Atlus. Die, glaube ich, nicht mehr, dass die das publishen, oder? Vielleicht nur in Deutschland nicht? Normalerweise ist Bram doch immer so der Schnelldrücker. Was ist denn los mit dem heute? Vielleicht ist Bandai nur in Deutschland, weiß ich nicht. Ist auch egal. Dark Souls wird niemals von. Hör. Jeder von uns möchte. Nee, will ich nicht. Dein Pulli macht mir schon Angst, wenn ich ehrlich bin. Ubisoft gepublished, deswegen ein Punkt für Christian. Nie. Also wurde bisher niemals. Ja, so. Alter, heute seid ihr aber auch. Machen wir weiter. Ich weiß nur nie, wer wen kauft. Sleeping Dogs. Ich glaube, für nächstes Mal drehe ich das Fischstäbchen einfach rum, damit das mal von rechts nach links fährt, nur um die Leute ein bisschen abzufacken. Was war das denn nochmal? Sleeping Dogs, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Wenn ihr es irgendwann, also wenn ihr es noch nie gespielt habt und es irgendwann im Deal ist bei Steam, kauft euch das. Mega geil. Kann ich nur empfehlen. Ist, glaube ich, generell auch nicht so teuer. Das war aber von. Far Cry 5. Oh Gott, da habe ich. Nee, ich hätte, als ob ich gedrückt hätte. Ja, Jay hat auch gedrückt. Der hat es geschafft. Ich war schneller. Ich habe schneller gedrückt als du. Scheiße. Ja. Bram. Ja. Ey, ich bin doch mal ein Gönner, ne? Ja, Bram ist ein Gönner. Gibt allen anderen nochmal einen Punkt, weil Far Cry 5 natürlich. Nachdem wir den Test gemacht haben, weiß ich auch, ob er Gicht will. Ja. Siehst du, die Benchmark war kurz davor anscheinend. So wie bei uns. Alles richtig. Ich habe noch ein Gefühl, dass wir bei Sleeping Dogs hätten drücken müssen. Ich glaube auch, weil ich glaube, das war ein Bait für Watch Dogs. Ja. Es war nicht als Bait gedacht. Also, das Dogs im Namen war reiner Zufall. Mache mal auflösen. Ich werde das euch noch nicht jetzt sagen. Hallo, Josie. Kann den Schokomann und Schoko Josie? Steep. Kann euch zusammentun. Ach, das gab's. Ach. Das gab's von Ubisoft. Habe ich nie gespielt. Das ist dieses komische Skifahrspiel. Keine Ahnung. So. Ja, ich weiß, ich habe auch gedrückt. Aber gerade war schneller. Ich war ja dafür sogar in Frankreich. Ja, wir waren beide da in Frankreich. Stark. Ja. Nicht jedes Mal drücken, immer aufklettern hier, Leute. Das war immer noch das beste Hotel, in dem ich je gewesen bin, Peter. Oh ja. Obwohl wir ist okay. In diesem Mercedes-Ding da waren, was auch sehr geil war. Aber reizt mich irgendwie nicht. So, ich habe die Trailer gesehen und es war mir irgendwie egal. Aber das war. Ich glaube, ich hatte auch noch nie so ein großes Zimmer. Es war so groß wie die Wohnung von mir. Ja, das sah ziemlich cool aus, was ihr von da aus gezeigt habt. Steep war Ubisoft, Punkt für alle anderen.
korrekt. Ein riesen Danasena-Hund, der da in der Lobby gibt. Ja, der voll am Sabbern war. Rayman Legends. Komm, jetzt drück doch auch wieder auf Pattern. Mach doch, Jay. Ich hab Pattern gedrückt, ich hab einfach aus Versehen gedrückt, Mann. Gods and Monsters. Au. Wird noch nicht von denen vertrieben, mein Freund. Das von Ubisoft vertrieben wird. Ja, das ist auch die Zukunft. Das ist doch nicht mal. Brawlhalla. Oh, früher aber nicht. Also. Dass wir gerade die PK gesehen haben. Mhm. Child of Light. Was ist das denn? Was war das denn nochmal? Ist das nicht dieser Side-Scroller? Was das denn? Der ist, meine ich, nicht von Ubisoft, oder? Ich bin Jay, ich kenne nur Gothic. Was das denn? Schon. Okay, der <damit. lacht> Ja, entwickelt von Ubisoft Montreal und auch entsprechend von Ubisoft vertrieben. Child Jay of ist halt Light, so eine Wurst. Falsche Antwort von Christian. Und das war Christian, man hätte ja auch drücken können nach drei richtigen. Also ich verstehe das schon. Jay, wir können es ja heute aufregen, glaube ich. Ihr habt übersehen. Sleeping Dogs. Ja, falls ihr euch daran erinnert, das ist dieses GTA im asiatischen. Ja. Ich dachte, das wäre mega. Stimmt, das richtig gutes Spiel. Gespielt. Das ist auch von Square. Natürlich. Ah, okay. Ja. Aber ansonsten war der gut dabei. Wir hatten übrigens keine Partnerschaft mit Square in diesem Video. Alle Zufälle sind rein zufällig. Alle Antworten sind rein zufällig. Zwischenstand nach Kategorie. Einmal gedrückt, falsch. Ja, aber Sepp führt Gothic und Minecraft. Punkten. Jay und Christian bleiben auf der gleichen Höhe mit 5 Punkten. Ubisoft-Style schon hier am Sprechen. Und Bram, 3 Punkte, etwas Schlusslicht, aber... Le Baguette, le Punkte. Ja, le was? Yves, bist du's? Es kommt... Yves sah in der PK ganz schön alt aus, muss ich sagen. Der ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ja, aber der auch jetzt gerade durchmachen muss. Ja, das stimmt. Wobei er ist immer noch der Chef, ja, jetzt, hat nicht da die Stimme abbekommen. Die Übernahme vorher von Virgin, das war ein Klacks dagegen. Ja. Kommen wir zu... Streamtitel ändern. Nobby, ist Nobby noch da? Kannst du mal den Streamtitel zu, wir gucken, das Fischstäbchen lügt oder so ändern? Das wäre super, dann muss ich gerade nicht aus der Fenster-Dings hier raus. Den nächsten Kategorien. Die nächste Aussage lautet, ich bin ein Charakter aus dem oder Jonas der Ringe-Universum. Okay. Geil. Alles auf mir. Diego. Auch aus der Serie. Diego. Die jetzt aus dem Universum. Maul. Keine Ahnung, Alter. Ja, komm, ja. Ich weiß es selber nicht. Hoffentlich ist das nicht einer der blöden Zwerge, ey. Maul. Das ist bestimmt der Vater von Gimli. Nee. Von... Gut gemacht, Jonathan. Es ist eine Figur aus Narnia. Ist ja doch immer hier, ne? Narnia. Und nicht aus Herr der Ringe, deswegen korrekt geklickt. Das Fischstäbchen hat gelügt. Und Jonathan hat gelügt. Krass, dieses böse Fischstäbchen. Das Fischstäbchen hat gelogen, meine ich. Das Fischstäbchen hat gelügt, Alter. Weiter geht's. Ich hätte Morgum selber nicht mehr gewusst. Eomer. Den gibt's bestimmt. Ach, das ist doch hier Harry Potter. Billig. Das ist doch Chemie. Aravis. Das klingt... Das ist eine Autovermietung, Peter. Das ist Aravis. Ja, ich weiß. Aber Aravis ist auch nicht aus Herr der Ringe, sondern aus Narnia auch. Also von daher richtig gedacht. Narnia. Ich muss sagen, ich kenne mich mit Herr der Ringe nicht so gut aus. So, Harry Potter geht, wenn wir das Fluffy Gate ignorieren, das ist okay. Aber Herr der Ringe, ey, uff. Da bin ich alle Filme geguckt, mehrmals, aber ich kann mir die Namen absolut nicht merken. Außer von natürlich diesen Haupt-Eumels da. Narnia kennt keine Sau. Ja, Rückfliegen. War nicht Narnia auch einer dieser diese Nummern, wo das Buch extrem gab, so wie bei Eragon? Übrigens, den Narnia-Film habe ich auch nie gesehen. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil der sah immer so semi-CGI-geil aus, wenn ich ehrlich bin. Wo das Buch so cool ist, aber der Film nicht so geil? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Narnia ist, glaube ich, eher also auf Kinder ausgelegt vom Stil, vom Film. Machen wir weiter. Ich jetzt. Rabadash. Das war ein Bait von mir, übrigens. Das hört sich an wie ein Boss aus Diablo 2. Oh mein Gott, das ist ja gar nicht der komische, blöde, braune Typ. Nee, der ist Radagast. Was bitte? Ja, ohne Scheiß. Radagast, der Braune. Ah. Das ist der Zauberer, der Psycho. Deswegen sagte ich der Bait. Das war, der war intended.
Der war geplant. Warte, das hört sich an wie so ein Boss aus Diablo 2, hier wie Bishibosch oder so. Ja, wie der Typ, der die komischen Blitzdinger schießt in Diablo 2. Wie hieß der denn nochmal? Hakanishu. Hakanishu, ja, okay, der klingt nicht ganz so sehr. Aber Ramadash ist aus Narnia, also von daher. Das sind so die zwei Spiele, die Jay kennt. Gothic und Diablo. Dann hört sein Wissen über Videospiele auch schon wieder auf. FIFA vielleicht noch. Komm, ey, mit dieser scheiß Narnia-Kacke. Richtig geklickt von Christian, der jetzt Dank. Mit Sepp, Sepp aufgeholt hat und jetzt hier beide 7 Punkte haben. Ich muss mehr drücken. Belastend. Ein Shame, wenn ich Radagast noch eingebaut hätte. Rabadash. Ach, Peter, ey, der Bane. Weil Peter den falschen vorgelesen hat, habe ich jetzt nicht gedrückt. Ja. Na, ihr könnt ja auch alle lesen. Einfach nur mal einen Test, ob ihr das noch offen habt. Aravis war aber genauso gemein. Avis gibt's beim O. Ja gut, das wusste ich nicht. Jay hat. Wobei, Rabadash war ja auch falsch. Also da hätte ich der Bait. Also, Jay war schneller, hat Snape richtig erkannt. Good job. Auch Narnia, oder? Jetzt haben wir 3 Leute mit 7 Punkten Narnia, und Bram mit 3. Woo! Ja. Stark. Gut, Bram. Bram, gönn okay. nochmal, bitte. Weiter geht's. Ich gönn jetzt euch nicht alle. In der Zeile verrutschen, Peter. Nach Snape kommt? Snape. Arwen. Ah, nein! Oh. Da hat auch Pedern gedrückt. Ich wusste. Das hätte selbst ich gewusst, so. Warum denke ich denn, dass Arwen... Ach, egal. Das war obvious. Pedder! Arwen. Der ist ja kein Pedder. Nach 2 Dingern kommt ja kein normalerweise. Was machst du denn gedrückt? Scheiß, Schmutz. Vielleicht gibt's den ja auch in Arwen. In Arwen, in Narnia. Ja. Ja. Was ist los mit euch? Also, Arwen gibt's in Herr der Ringe. Wie ja, heißt Arwen? Und das ist deswegen falsch gebuzzert von Jonathan. Das ist aber mein Name. Ach, die war Ich war Arwen Gibbet gar nicht. Wann kommt eigentlich endlich mal das Disney-Remake von Herr der Ringe? Uff. Jeder googelt jetzt, ob es Arwen oder Arwen ist. Nee, tu ich nicht. Ach, verdammte Scheiße. Ja. Hier ist es Arwen. Verdammte Scheiße. Wurst. Radagast. Nein! Ja! Der Braune. Jetzt habe ich den Ramadosch oder wie der hieß gedacht. So ein Scheiß. Der Kanitschua ist der. Vor allem, du kannst in der Vorbereitung kannst du dich hinsetzen und sagen, wird dieser Bait funktionieren? Und so beim Denken weißt du schon so, ja, es wird funktionieren. Und kannst einfach einbauen. Das ist einfach zu gut. Das war aber ein fieser Bait, ey. Das war echt ein fieser Bait. Christian hat gedrückt. Der Bait. Das ist falsch. Ah, guck mal, Bram. Holt's auf. Ey. Es funktioniert immer. Immer weiter. The Bait funktioniert immer. Elrond. Die gibt es nicht. Das ist Elrond oder Elrond oder. Da sitzt sie sich sicher, gibt es nicht. Elrond? Doch, Elrond. Aber wenn die alle mit Elro anfangen, ist das nicht irgendwie das ist Elro der kleine hier Bruder? Ist Elro, das ist auch aus Muchnia, ey. Das ist Boromir und Elrond in einem. Elro hier. Elro hier war ein Halbelb, der Sohn von Elrond und Celebrian und der Bruder von Arwen und Domiel. Das ist ja absolut eine Miene-Nummer von Sven. Der sein eineiliger Zwilling war. Der war sein eigener eineiliger Zwilling. Und spielt in Narnia. Das hast du ja ausgedacht, Peter. Nee, ja, das ist auch. Aus dem Wiki. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er im Film vorkommt. Sehr leid, Sebastian. Ja, er kommt im Film vor, glaube ich. Ja. Aber nicht wichtig. Spricht er auch? Natürlich ist er nicht wichtig, das war ja auch nicht gefragt. Nee. Oder von Arwen? Ist egal, ist ein Charakter aus dem Herr der Ringe-Universum falsch gedrückt von Sebastian? Korrekt. Absolut miese und linke Nummer von Sven. Und weiter. Ja. Korrekt. Das mit so Muchnia ankommen und dann wirklich. Ja, echt. Und dann die Baby-Sache. So eine unfassbare Nebenfigur. Tigris. Den gibt es. Nee, ich hab doch gedrückt, Mann. Tigris ist ein Fluss, glaube ich auch, ne? Gedrückt. Ja, aber ich habe auch gedrückt. Opa Gicht hat gedrückt. Tigris. Sagt Bram, woher kennst du Tigris? Aus Narnia natürlich. Ne, ist aus Tribute von Panem. Auch okay. Ist aber reicht mehr. Ja, ist richtig gedrückt. Wer ist denn Tigris? Okay, das ist die Pflanze aus Tribute von Panem. Gibt es die auch Fußballverein, der Tigris heißt? Ja. Daran musste ich denken. Euphrat und Tigris, ja, genau. Das ist irgend so eine komische Katzenfrau. Bezirk 69, Tigris. Ey, bitte nicht wieder der gruselige Typ mit dem Rollkragenpullover. Das wäre gruselig.
Ach, die ist das. Ja, doch, das ist die, die in der Hauptstadt wohnt und denen Zuflucht verleiht. Das ist die, das ist die Tochter, nee, die Cousine von dem Kanzler. Nee, hier nicht googeln Sachen, ne? Ich bin der Einzige, der googeln darf. Hä, das weiß ich. Ja, nee, aber ich dachte, die Frage kam gerade noch so halb, während du geredet hast von jemand anderen. Das ist Catwoman. Ja. Ja. Aber wir sind noch nicht durch, richtig gebannt. Findest Niklas also gruselig, das ist korrekt. Wer nicht? Noch? Jetzt kommt ja nach Pattern, müssen wir jetzt drücken, oder? Ja. Denethor. Okay. Huh! Wer ist das? Ich hab's gedrückt. Denethor. Denethor ist aus Debitor. Ach, der Herr König war das. Fliege. Damit habt ihr das durch. Ihr habt ja auch sowieso bei fast jedem gedrückt, also ich glaube, ihr habt nichts übersehen. Ja. Alles richtig gemacht. Also, nicht ganz, aber ihr habt alle erwischt. Und Bram hat noch nicht viel gedrückt. Wir haben jetzt wieder so einen interessanten... Zwischendurch sah es so komisch aus und jetzt sieht es wieder sehr glatt aus. Wir haben Bram mit 7 Punkten und wir haben Jay, Sepp und Chris mit jeweils 9. Wäre witzig, wenn Bram das gewinnt. Kriegen dann einen anderen, wenn wir gleich 4 Punkte haben. Finde ich gut. Tote Fliege. Tote Fliege gibt keinen Punkt. Was? Kannst du den Krabben eigentlich geben? Eine... Ja läppisch, Alter, wer weiß, wo die saß, die kriegen nur feinste Sachen wie Kaviar. Kommen wir zu Kategorie 4. Und manchmal habe ich ja Mitleid mit Sven, weil er immer so von Jay fertig gemacht wird. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er auch den Hass mag, den er abbekommt. Ja, das denn ist richtig. Die nächste Kategorie lautet, ich bin ein Lied von Rammstein, in Klammern. Furchtbare Band, aber ihr kennt euch damit, glaube ich, aus. Ah, oh, ja, nee. Habt ihr übrigens, ihr müsst mal, wenn ihr... Das ist korrekt. Ich kann mit Rammstein absolut nichts anfangen. Ich konnte mit Rammstein noch früher nichts anfangen. Ich kann mit Rammstein heute nichts anfangen. Ich finde die Musik doof. Die Musikvideos sind halt, oder die Auftritte sind halt krass inszeniert, aber ich finde die Musik einfach... Ich finde es furchtbar. Ah, das musst du jetzt einfach mal raus. Hallo Nils, grüß dich. Deswegen ist doch die Band nicht furchtbar. Ich finde die Musik furchtbar. So. Aber ich, wenn die irgendwer hören will, so, ich bin nicht der Typ, der sagt, wie, du hörst die? Du Wichser. So, dann ist mir das scheißegal. Soll jeder hören, was er will. Aber ich mag's nicht. Ist Rammstein nicht ein Drohnenstützpunkt? Das kommt erschwerend noch hinzu, ja. Ich hoffe, das war jetzt die Flasche Sprite, die frisch war und nicht die von letzter Woche. Aber das werden wir jetzt erschmecken. Es ist noch Kohlensäure drin. So. Ach komm, ein Lied wirst du doch gut finden. Nö. Rammstein wird komplett immer geskippt, wenn das irgendwo... Nee. Keins. Null. Vergiss es. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in Svens Vergangenheit ein bisschen rumsuchen. Jetzt kommt übrigens Fake News von Jay, aber das sind wir ja gewohnt. YouTube, der hat früher irgendwelche Hip-Hop-Reviews gemacht oder sowas. Komplett peinlich. Sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, was er da gefunden hat, aber es gibt keine... peinlichen Hip-Hop-Reviews von mir. Ach so, wenn ihr wollt, ich habe auch noch Lieder von Jay, wie er damals gesungen hat. Ey, also die sind auf komplett YouTube! Komplett peinlich. Sind sie nicht. Ja, als Kind. Da singt man. Ja, war das nicht bei ihm auch als Kind? Also, wer singt denn nicht als Kind? Aber Sven, seine Reviews sind doch auch als Kind, oder? Hä, das ist sein Job früher gewesen. Da war er 18 oder 19 oder sowas. Das klingt nach einem React, ehrlich gesagt. Nicht mehr, nee, Hip-Hop-Reviews gab es auch vorher von mir nicht. Ich weiß nicht, was er gefunden hat. Ich habe keine Ahnung. Die ganzen alten anderen Much-Videos, ja, die sind nicht mehr da. Aber ich weiß wirklich nicht, was Jay da gefunden hat. So, sorry, keine Ahnung. Also wenn ich es wüsste, könnte ich es euch jetzt sagen. So, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, nee, die gab es nicht, mimimi, ich bin raus aus der Nummer. Aber... ich habe wirklich keine Ahnung. Die sind nicht mehr da, sagt er. Ja, sind sie auch nicht. Aber bei dem Rest, ich habe keine Ahnung. Ich habe 3 Jahre lang für ein Hip-Hop-Magazin gearbeitet und habe meine Ausbildung gemacht. So, okay, cool. Da habe ich Texte geschrieben und Videos geschnitten und die Kameraarbeit gemacht. Aber ich habe nicht vor der Kamera gearbeitet und ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Ich müsste Jay eigentlich mal fragen, welche Hip-Hop-Reviews er meint. Weil das ist halt kompletter Quatsch. So. Was es nie gab, kann man auch nicht finden.
Sehe ich uns auch. Ich weiß nicht. Da hast du den Darth Jonathan schon gehört, wie er da in seine... Ich habe aber auch sehr lustige alte Fotos von Jay auf dem Rechner. Also wenn er irgendwann mal wirklich zu frech wird, dann kann ich mich da auch wehren. Kutze gelandet hat. Okay, also nochmal zur Erinnerung. Die Kategorie, ich bin ein Lied von Rammstein. Ja. Der Band, ja. Ja. Ja, der wer Flugfeld. Flugfeld, wer weiß. Ohne dich. Jetzt hast du Interviews gefunden und dachte, das wärst du. Ohne dich sehe ich in die Tannen. Was? Ohne dich. Unrockbar. Oh, nein. Ach, scheiße. Ich mag diese Empörung, die dann der Wolfband aber nicht. Hey, also was ist denn hier heute los? Das geht aber los. Da, plus eins, Christian. Peter, ich weiß nicht, von wem das ist. Das ist von die Ärzte. Fuck you. Ah, okay. So, ich zum Wolfband. Hier tun sich Dinge auf. Ich glaube, wir werden gleich nicht mehr fünf sein. Das tut mir weh, hier auf diese Antwort war korrekt zu klicken. Peter, ich mag die Ärzte jetzt mal weiter. Ärzte massiv besser als Rammstein. Ich mag die Ärzte auch, was sie letztes Jahr gemacht haben. Das war gut. Amerika. Oh, das wird doch anders geschrieben. Amerika. Rosenrot. Das gibt's. Das ist das Album. Ja. Das kenne sogar ich. Ja, Bram, das war nicht korrekt. Ja, das war aber kein so geiles Album. Nee. Nein, ist der schwächere. Rosenrot, Mauer, ich dich ein. Obwohl, Benzin war schon nice. Unangenehm. War doch in Rosenrot, oder? Wir machen mal weiter. Die sind beide gut, die muss man nicht vergleichen. Die machen ganz unterschiedlichen Kram. Ja, natürlich, Rammstein ist trotzdem Much. Muchstein. Ja. Irgendwie die einfache Kategorie. Mann gegen Mann. Geiles Lied. Ich konnte halt auch nicht abschätzen. Also ich wusste, dass die Jungs, also die meisten, glaube ich, Rammstein hören. Aber ich wusste natürlich nicht, inwiefern die wirklich drinstecken und die Namen der Lieder wissen. So. Das ist ja bei allen Kategorien so, dass ich ungefähr abschätzen muss, wer von den Jungs, also wie viele das wissen könnten und wie sehr sie in der Materie drin sind. Und bei Rammstein wusste ich halt nicht, dass sie so drinstecken, dass sie alle Lieder fast kennen. Das kommt nämlich nicht so oft vor, dass die bei einer Kategorie so Experten sind. Und deswegen war ich da überrascht. Geiles Musikvideo. Ich wollte gerade sagen, die Videos bei... Katzen sind manchmal auch so Muchviecher, ne? Stehen vor der Tür, miauen, mimimi, lass mich rein. Und wenn man dann da auftaucht, dann, gehen sie einfach wieder weg. Furchtbar. Wow, Rammstein. Stark. Uff. Möchte gerne immer das Video mit dem Stuhl in der Ecke haben. Ja, kann ich durchgeben fürs nächste Mal. Krasse Kabel. Ich kann mich erinnern, dass die Jungs in einer Aufnahme versucht haben, die Tickets zu einem Konzert in Berlin zu buchen. Stimmt, da war ja was. Ich erinnere bei mich. Bei denen sind ja immer Sonne. Geiles Lied. Komm, jetzt kommt Mond. Mond! Vielleicht kommt Schrei nach Liebe. Korrekt. Du hast mich. Die russische Version ist super davon. Furchtbares Lied. Wie heißt denn das? Du riechst so gut. Oh, komm, ich drück einfach mal. Die singen halt das gibt's, glaube ich. Da ne? gibt's das, wollt ihr mich verarschen? Keine Ahnung. Ey, du riechst so gut. Das ist vom ersten Album. Das ist von... Du riechst so gut. Ja. Krass, Peter, vorgelesen, Alter. Hörst du mal, bitte Lindemann, als sei es. Amerika, Sonne. Das ist so klingt das da. Das ist der... Das so klingt jedes Lied bei dir. Ey. Stimmt überhaupt nicht. Von der Stimmlage her. So singt der halt. Alles Muchteil. Weiter geht's. Much. Sag ich doch. Wow, furchtbare Musik. Ach, oh, Mann. Das ist aber Much. Nee, das Lied ist geil. Das ist auf jeden Fall kein Much. Zurück nach Westerland. Und das ist nicht eins deren Top-Lieder, leider. Aber ist okay. Ja, gefühlt klingt das alles gleich. Ja. Doch voll pur, oder? Das ist eines der besten Live-Lieder, die wir jemals rausgebracht haben. Okay, alles klar. Bram hat einen Traum Punkt geholt. Von Westerland. Und weiter geht's. Ach, solche Buchköpfe, ey. Die Ärzte. Toten Hosen. Pur. Engel. Habe ich fast gedrückt. Much. Das wegen Angel. Auch von Blümchen. Muchel. Das ist von Robin Williams. Hey, nichts gegen Blümchen, ja. Ja, die Kategorie war so... Konnte nicht so viel passieren, dafür kennt ihr euch zu gut aus.
Das stimmt. Habe ich gemerkt. Wir haben 9 Punkte, Sepp 10 Punkte, Jay 11 Punkte, Christian 12 Punkte. Zumindest haben wir jetzt nicht mehr 3 Leute mit der gleichen Punkteanzahl. Aber ja, alles super nah beieinander. Und die letzte Kategorie wird entscheiden, was wieder eine meiner liebsten Kategorien ist. Oh. Jetzt wird wieder vorgelesen. Auch ganz vorne mit dabei. Da bin ich was richtig scheiße. Ich bin ein Wort mit 3S. Na, viel Spaß. 3S? Was ist mit scharfem S? Schon, oder? Also... Scharfes S ist kein S. Niemand über scharfes S. Mit 3S. Okay. Wäre mal eine Herausforderung so mit 3X oder so. Ja, schreib das Wort mal. Ja, das ist eine Herausforderung, so dann rauszusuchen. Aber das ist so eine Herausforderung, das dann herauszuhören, glaube ich. Okay, ich ihr wisst Bescheid. 7 Buchstaben. Es geht los. Anzahl der Buchstaben wäre auch okay. Alles ich bin ein Wort mit 3S. Nur Rammstein. Edelstahlschale. 2. Edelstahlschale hat nur 2. Schale sind nur 2. Es ist korrekt. Und damit richtig und schnell geklickt von Christian. Jay ist schon weg, so. Der seine Führung ausbauen kann. Rossschlachterei. 3. Fernsehsender Schaltzentrale. Auch 3, glaube ich. Fresssack. Auch 3. Gute Kategorie. Warum drücken keiner? Samenspenderverzeichnis. Verzeichnis kommt noch. Ja, da hat er auch Pedern gedrückt. Da hat er gedrückt, bevor das Wort genannt wurde. Nach Samenspender kommt nichts mehr. Gut gemacht, Sven. Sehr, sehr gut gemacht. Jay ist auch nur dann am Schleim, wenn es ihm zum Vorteil kommt, ne? Verzeichnis. Ja. 3 S's. Falsch gedrückt von Sebastian. Punkte für die anderen. Sushi-Besitzer ist auch schön. Nicht mehr letzter. Also nicht mehr alleine zumindest. Weiter geht's. Ich würde sagen, letzter ist er immer noch. Walnuss. Hä? Wir müssen nach Risiko gehen. Ich muss einen Punkt holen. Ja? Das Wort lautet Walnussschalenöffner. Sind 3. Fuck! Scheiße! Schon mal gut. Ach, damit kann ich zurücklehnen und verdammte Scheiße! Ja, ey, bei Wort 6 musste ich halt irgendwie was reißen. Irgendwann, um noch zu gewinnen. Achso, und ich wurde gerade geflamed, weil am Ende des Wortes das SRS kam. Ja, ja, Jonathan. Ja, du hast mir auf eine Idee gebracht. Falsch gebuzzert von Jay. Habe ich zu Recht verloren. Solche Würste, ey. Ja, Christian, uneinholbar. High risk, high reward. Ja, diese ich muss auf Risiko gehen, ist auch sein Excuse für alles. Jetzt drück nochmal. Ich drück jetzt nicht mehr. Sepp und Bram, ihr müsst noch Punkte holen. Ja, Jay drückt einfach für uns. Nee, ich damit, Jay, damit Jay letzter für Spielbrettunterlage. Eins. Ja. Sag ich zu langsam. Da hat er nämlich an seinem Becherchen getrunken. Das ist ein Punkt für Sebastian. Spielbrettunterlage, keine 3 ist es. Denkst du immer, da kommt noch so ein Wort, aber es ist einfach zu Ende. Das ist immer sehr angenehm. Jetzt drückt Jay. Oder einfach so Schlumpf. Schuhcremestand. 2. Nein, Bram! Ach komm. Scheiße, ich bin wieder zu langsam. Warum drück ich bei falsch? 2, oder? Schuhcreme und Stand. Ist richtig, Bram. Hast richtig gebuzzert. Ja. Uff. Das ist spannend. Super spannend. Das ist wirklich spannend. Bitte nur noch falsch. Vor dem nächsten Wort muss ich kurz einen Schluck nehmen. Erstmal Schnaps. Donau Dampfschiff war als Kapitänsschiff. Super. Christian will es kaputt machen, finde ich dein gut. Dein Ernst? Finde ich gut. Ein Wort haben wir danach ja noch. Das könnte dann spannend werden. Ich habe mich so voll auf meinen Moment jetzt gefreut. Superkalifragilistisch, expialegetisch. Ja, okay. 4. Ja, keine Ahnung. Superkali wäre 2, oder? Nee. Nee, es sind 3. Nee, es sind 4. Nee, es sind mehr, glaube ich. Warte mal. S. Sind 4 S's. Ja. Ah. Richtig, also. Na, stark. Christian auch den Punkt. Ja, stark. Richtig. Gewonnen. Sausack, ey. So, von 10, dann lasse ich mir die Fingerchen weg. Da weiß Jay schon, was passiert.
Express-Sendung. Zweiter! Ich kann im letzten Wort nicht einen Punkt vergeben, weil dann die Leute einfach random drücken. Das hat Jay vorletztes Mal schon gemacht. Deswegen ist das klar, dass ich da keins reinbaue. Vielleicht mache ich es fürs nächste Mal wieder. Oder übernächste. Ich glaube übernächste. Im nächsten rechnen sie vielleicht mit und drücken, aber im übernächsten nicht. Nee, Supercalifrei sind vier. Du kannst es mit S und mit C schreiben und ich habe es ihm mit S ins... ich habe es auch unter die Folge geschrieben. Kann ich das? Wo hatte ich das denn? Findet man wahrscheinlich nie, oder? Das irgendwo hingeschrieben. Warte, was ist denn, wenn ich nach Super suche? Kann ich hier irgendwie... Wird das vorgehoben? Nö. Ach, ich weiß nicht, wo das stand. Auf jeden Fall kann man es mit 4 schreiben. White Mode, ja, ist ein anderer Browser, den ich nie nutze. Deswegen ist es hell. Randomizer. Als Antwort auf meinen Kommentar hast du es auf jeden Fall geschrieben. Ah, dann machst du das. Ja, geht mit 4. Aber ist natürlich ärgerlich, da gab es dann halt auch nichts mehr zu holen, weil Express-Sendung sehr offensichtlich 3 ist. Hat aber keiner gedrückt, cool. Ey. Hätte gedacht, dass einer noch drückt. Ich hätte auch gedacht, dass einer Tryhard geht. Alles oder nix. Ja. Okay. Ja, guck mal, zweiter ist doch so. Dafür haben wir einen ersten Platz, ja, okay. Und 3 letzte Plätze. Hm. Hallo, zweite Plätze. Zweite. Letzte. Ja, du kannst Supercalifragilisticexpialidocious aber auch mit einem C schreiben statt einem S irgendwo drin und dann hast du 3. Kannst du mal googeln, es gibt auch eine Schreibweise mit C. Plätze, Bram, Jay und Sebastian. Der Moderator für schlechte Moderation. Letzte Plätze, ja, und auch so erster Platz, Christian, herzlichen Glückwunsch, hat hier abgeräumt. Danke. Und für schlechten Musikgeschmack kriegt der Moderator auch nochmal einen Punktabzug. Nicht ich, nur Peter. Also okay. Schweine. Schon wieder so auf Krawall gebürstet. Ja, alles Schweine. Ja. Das ist hier vor allen Dingen Jay, größte Schweinchen. Das war mal wieder eine Folge, oink, oink. Das Fischstäbchen lügt. Das Schweinchen sehr unterhaltsam sucht, hoffentlich lügt. Für euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Haut rein. Wo ist denn Peter eigentlich hin? In welche Kamera? Aber gut. War eine schöne Folge.